Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mind Test mit eurem LP-Gamer Steffen. Und jetzt ziehen wir uns hier mal unsere Glasfassade in die Front rein. So. Ja. Das sieht immer ganz schön nach manchmal. Aber das ist so ein kleiner Bug, der hier noch bei Mind Test drin ist. Ich hoffe, den Bug fixen sie mal bei Gelegenheit, weil das wäre echt schön, weil das nervt manchmal, dass du nachsieht. Aber was wir mal machen, warte mal, so da ist mal die Tür, müssen wir auch noch eine bauen, siehst du, so da ist mal eins. Ja, ist symmetrisch, passt. Fenster habe ich ja genug. Die müssten reichen. Habe ich hier noch 1, 2 und 3 hin. So. Das heißt aber auch. Sieht doch schon mal gut aus. Würde ich sagen. Und jetzt muss ich schon mal schauen, wie wir hier weiterbauen. Wow. Okay. Hier ist zu Ende. Gut. Da kommen wir da nicht weiter rein. Hau die noch weg. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber da kann man nichts machen. Da wird es halt eine kleine erste Etage werden. Wenn man nichts weiter machen kann. So. Dit und dit. So. Das ist ein bisschen gleichmäßig aussieht, die Wand. Ist so eine Struktur. Und nicht so viele verschiedene Steinarten. Ich weiß nicht, ob sie es auch aushält für die Wand. Meine Axt. Ich hoffe es ja mal. Na, Mist. Sie hat nicht gereicht. So ein Mist. Und nicht die Erde. Einmal Axt bitte. Dankeschön. Das Werkzeug hier hält nicht lange, habe ich gemerkt bei meinem Test. Bei Minecraft hält das etwas länger durch das Werkzeug, wenn man es benutzt. Geh weg. So. Aber ist egal. Ich habe ja genug Steine, wie ihr seht, und Holz habe ich auch genug. Habe ja genug Bäume gepflanzt. Daher alles kein Thema. Da hinten geht es da jetzt nicht weiter, ne? Da kommt der Loch. Entschuldigt Leute, dass ich immer ein bisschen huste. Das kann ich auch nicht so wirklich verkneifen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So, ups. 97, naja. So viele Steine, was will ich denn damit? Oh, ups. Der kommt weg. Naja. So, oh, es ist Tag. Der Tag leuchtet hinein. So. Die Decke noch. Und dann hätten wir es auch erstmal. Fürs Erste. Glaube ich zumindest. Da hätten wir wenigstens hier ein kleines wohnliches Zimmer, wo man wohnen kann. In der Werkstatt will ich nicht wohnen, wo es direkt irgendwo in die Höhle dann geht. Das ist unwohnlich. Die Erde will ich nicht abbauen. Nur die Steine.
So. Ziehen wir mal hier eine Decke rein. Aus Pflasterstein oder Cobblestone. So. Jetzt deswegen ist mal ein bisschen einheitlich die Decke und die Wände. Sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Da man hier halt so eine Wand drin ist, eine kleine Ecke. Kann man jetzt Abzug nehmen, meinetwegen von Ofen oder so. Bei dem Ofen davor ist das der Schornstein. So, jetzt muss man in die Werkstatt. Ein bisschen Zeug ablegen gehen. In die Truhe. Das Glas brauche ich nicht mehr. So viel Dreck und so viel Steine brauche ich auch nicht. Das lasse ich drinnen. Also eine Äxte nehme ich mit. So. Gut. Das ist egal. Boah, ich hasse das nachziehen. Das ist egal, ich heime, ne? Nein, leider nicht. Schade. Das ist auch auf Bäume gepflanzt. Na ja, egal. Nächstes Bäume lassen wir welche fallen. So, warte mal. Ich überlege gerade, was ich hier mit der Ecke jetzt mache. Also bauen tue ich die jetzt nicht. Die baue ich jetzt ein bisschen aus, würde ich sagen. So, keine Ahnung, zu was ich das ausbaue. Das mache ich dann, ups, spontan. Einmal spontan draus bauen. Aus der Ecke hier. Baue es noch ein bisschen nach hinten. Dass es auch ein bisschen größer wird. Kann dann die Lagerhalle werden für die Werkstatt. Oder was anderes, keine Ahnung. Da kommen die ganzen Öfen rein, wo ich das Zeug verarbeite. Naja, wir werden sehen, was wir daraus bauen. Ah, oh, den ist ja cool. Kann ja nicht wahr sein. Nächste Kohle gefunden. Ist ein Kohlemangel jetzt nicht. Ganz ehrlich. So, mache ich vielleicht mal drei. Fülle ich alle Lücken aus hier. So, weiter geht's. Weiß überhaupt jemand von euch, gibt's bei meinem Test ohne Mods Diamanten oder Gold? Kann es mir jemand vielleicht beantworten, wer sich mit meinem Test etwas auskennt? Weil ich habe jetzt gerade keine Ahnung, ob es bei meinem Test sowas gibt oder nicht gibt. Ich wäre euch dankbar für eure Hilfe und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben oder per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse wird wie immer verlinkt oder schaut mal bei meinem Forum rein, was ich natürlich jetzt auch immer in jedem Video verlinken werde. Ich hoffe, dass ich bald meine ersten Mitglieder da dort begrüßen kann in meinem Let's Play Forum, klein aber fein. Und ja, ist natürlich noch im Aufbau, das wird natürlich noch wachsen mit der Zeit. Und finde, wenn man Interesse hat mitzuhelfen als Admin, ich freue mich über jede Hilfe. So, aber das berührt man dann im nächsten Video weiter, weil die Zeit ist schon rum für heute. Und ich verabschiede mich in diesem Falle. Und bleibt mir immer treu gewogen. Bis in 3 Tagen zu den nächsten Folgen. Mein Test. Mit eurem LP-Gamer Steffen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Und sage ciao mit V. Bye.